So, die Kinder sind jetzt mal aus dem Haus. Ich werde mir jetzt kurz ein Brötchen schmieren und mal einfach mal ein bisschen relaxen, weil ich habe so jetzt von 12 bis 6 Uhr habe ich mal Zeit, so mal einfach ein bisschen sich um mich zu kümmern. Und klingt wieder das Telefon. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn man so Papa ist oder wenn man so Eltern ist oder wie auch immer, dann hört man manchmal aufgrund von Schlafmangel ganz plötzlich irgendwelche Geräusche. Ja? Zum Beispiel ist es so, wir wohnen ja in so einem alten Haus. Wenn man was so, da rappelt alles. Ne? Das Haus von 1904. Und dann klatschen manchmal so die Gläser noch zusammen. Ding! Und schon meinst du irgendwie, einer ruft an. Ne? Stehst du dann so bis auf die Gerade und dann ding! Aber die hat ein Handy geklingelt. Ey, Ralf, du hast einen an der Ratsche. Ich habe keinen an der Ratsche. Ich habe gerade auch irgendwie ein Handy gehört. Oder warte mal. Oder waren die Gläser? Ja. Bin rein. Hier waren wir so bei Kaisers. Direkt um die Ecke. Und die haben ja so Herbstwochen. Da gehen die ja hin und dann verpacken die ja, ne? Dann hauen die ja. Naja, wir haben ja sonst nichts, aber im Herbst, ne, man muss sich ja, das ist nur vom Krieg ist das so übrig geblieben. Man hat ja früher nichts gehabt, als sie uns alles weggebombt haben. Ne? Aber wir hatten ja nachher Kartoffeln, Würsing, Zwiebeln, Möhren, Weißkohl, Grünkohl, Blaukohl, Gelbkohl, Karetenkohl, Orangenkohl, weiß der Henker irgendein Kohl und Helmutkohl. Der hat immer nur durch meinen Topf reingepasst. Und den auch noch zu verhackstückeln, eventuell wäre nicht so toll gewesen. Tatsache ist auf jeden Fall Herbstwochen bei Kaisers. Und nur glückliche Rentner. Da kostet zum Beispiel einen Sack Kartoffeln. 10 Kilo Sack Kartoffeln kostet 1,77 Euro. 1,77 Euro. Nicht 5,80 Euro, nicht 19,99 Euro. Nein, 1,77 Euro. 77. Ein Sack Zwiebeln, 1 Euro. Ein anderer Sack Möhren. 1 Euro. Würsing, 1 Euro. Weißt du, da kannst du so richtig so, Mensch, das kannst du halt einmachen, kannst du das. Das kannst du so in den Topf reinhauen. So, und dann sagen, Mensch, da kommen wir 600 Jahre lang mit aus. Kann ja auch sein, dass mal irgendwo dritter oder vierter oder fünfter Weltkrieg ausbricht. Ne? Da hat man was. Da hat man was. Da hat man was für schlechte Zeiten. Man kann ja mal sein, dass man sagt, Mensch, man hat ja nichts. Da geht man unten in den Keller, so in die Einkopfecke, ne, oder in die Einmachecke und dann greift man mal einfach so ins Leere und dann holt man mal so einen 15 Kilo Pott Würsing raus, der vor 3 Jahren eingemacht worden ist, weil das hält ja immer. Auf jeden Fall habe ich auch eingekauft. Ich habe auf jeden Fall gestern, haben wir ja hier die Jungs hier, ne, Last Friday Comedy Club haben wir gestern Abend wieder hier gehabt, ne, und da war ja auch der Kairo da und da war ja auch noch der Kairo und da war ja auch noch der Cem da. Der Adam war da und ach, die waren alle da. Da habe ich denen auf jeden Fall noch lecker Süppchen gekocht. Ne? Bin ein bisschen daneben gegangen, weil Lea mit einer von meinen Kindern, von den kleinen Kindern, wir sind in der Patchwork-Familie, dann gemeint hat, als sie dann die Töpfe hat gesehen, also da standen Töpfe dann auf der Herdplatte und da hat die gesehen, die auf der Herdplatte standen und hat gesagt, Mensch, mach mal aus. Ja? Und da habe ich gesagt, Mensch, scheiße, das kannst du doch nicht machen. Aber das Kind hat ja richtig gehandelt. Ja? Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich war völlig vom Thema abgeschweift. Also, ich war deswegen da, weil ich halt eine Suppe gekocht habe für die Künstler. Ganz einfach. Und ja, da bin ich dann dahin gegangen. Und das ist total hart. Wenn du bei Kaisers in den Herbstwochen oder in den Angebotwochen einkaufen gehst und die ganzen Rentner da hast, ne, glückliche Rentner, du brauchst danach, ohne Scheiß, du brauchst danach mindestens 2 Monate Therapie. So Kaiserstherapie, Rentnertherapie. Ey, das fing schon damit an, da habe ich dann halt so einen Einkaufswagen da geholt. Ne? Da kam ich dann, da standen schon 2 Rentner da so, da in diesem komischen Bütchen da, wo dann halt die Einkaufswagen drin sind. Und da ging ich so vorbei, ne? Und habe ich den Euro so, wollte ich dann reintun, da habe ich mich ja dann halt mit denen in einem Raum befunden, so in dem Bütchen drin und so. Ne? Immer grundsätzlich immer so, kam ich da so rein und dann stand ich dann da. Mensch, mach da! Ja, Elfriede, Mensch, mach da! Der Peter, der ist tot. Ist der Peter tot? Ja, der Peter, der ist tot. Nee. Und der hat ja auch so ein Peter.
Vorher ist ja die Wilhelmine, weißt du, die Wilhelmine, die Mutter von dem Peter, der wiederum das Bütchen auf der Ecke hat, wo du die Kartoffeln für 2,99 Euro bekommst und der immer ein Verhältnis gehabt hat mit der Petra von der anderen Seite. Nee, hat er ein Verhältnis gehabt? Ja, der hat ein Verhältnis gehabt. Und man sagt ja auch, man munkelt, man rätselt man, dass eventuell der Josef, meinst du den Josef mit dem Autohaus? Ja, der Josef mit dem Autohaus. Mit dem hat die eventuell ein uneheliches Kind, welches in Kenia eine Pommesbude aufgemacht hat. Die hat in Kenia eine Pommesbude aufgemacht. Ja, wenn ich dir das sage. Ja, hör mal, die haben doch nichts zu essen da. Was will denn mit der Pommesbude? Eben deswegen, weil die nichts zu essen da haben, hat die sich gedacht, Martin, hat die sich gedacht, mach die eine Pommesbude auf. Ne? Und ich dachte mal so, das haben die jetzt nicht wirklich gesagt. Das ist mir jetzt so mal aus dem Kopf entsprungen. In Wirklichkeit ist gewesen, die standen da und haben da wirklich über Krankheiten geredet. Die haben, ne, kam da rein, aber die hatte Rheuma, glaube ich, gehabt und so. Ne? Oh, ganz schlimm, mein Nachbar hat Rheuma gehabt. Nee, hat er halt wirklich gehabt. Ja, und da Ausschlag und Pusel unter den Armen. Da bin ich auch schon wieder rausgegangen. Ich dachte so, mein Gott. Dann war ich an dem Angebot, kam ich dann vorbei. So, immer so hier, ne? Das ist mal total. Ja. Da haben die dann immer so eine Bude stehen. Eine Bude. Ja, so eine Holzbude haben die jetzt bei Kaisers. Da stehen dann immer so ein Typen dahinter. Ne? So, ho, ho, ho. Von nix eine Ahnung, aber hier Eintöpfe machen und so, ne? Da gibt es noch Eintopf, ne? Da machen die Eintopf. Ey. Ah, ja, ne? Hier kriegst du nichts anderes wie Eintopf. Dann gehst du dann dahin und sagst, hätte ich einen Eintopf. Da sagen die, ja, wir haben nur einen. Nimm mal. Und dann so richtig, so, hol dir den Keller raus. Und dann, nimm mal, Peter, gib mal den Keller hier mit dem Eintopf. Und dann, hey, ja, da wird er hier geschöpft. Und dann kommt er da drauf. Und dann wird er so richtig hingestellt. So richtig so, ja, so männermäßig. Ja. Nimm den Eintopf, was kostet der? 3 Euro. Das kostet doch nichts. Nee, wir haben ja. Hey! Die stehen da auf jeden Fall. Dann gehst du dann an den Angeboten vorbei und dann stehen da wieder links irgendwie so Rentner und so, ne? So mit Täschchen in der Hand, ne? Oh, die haben aber lecker Kartoffeln hier, ne? Ja, aber die haben letztes Jahr mal ein bisschen preiswerter. Wie bitte? 10 Kilo Kartoffeln für 1,70 Euro, dann sind die ja so am Motzen. Die motzen darüber, die motzen darüber, dass es letztes Jahr eventuell 10 Cent weniger gekostet hat. War ein Lappenschuss. Und dann gehst du da weiter. Dann kommst du da weiter an. Ne? Dann hast du ja ein Rentnerparadies. Ein Rentnerparadies. Wobei man gerade einfällt, die Geschichte von Rentnern. Eine Bekannte von mir, ne? Die ist ja Stewardess. Und die haben mir erzählt, so Rentner, die sind ja total krass, ne? Hat die mir erzählt, so, da war mal so ein Rentnerpärchen, ne? So, da haben wir sich mit denen unterhalten, und da sagte die ja so halt, ne? Wir fliegen jedes Jahr nach Future Venture. Future Venture. Fuerteventura! Fuerteventura! Future Venture! Wollen Sie einen Urlaub haben? Im Neonlicht fliegen Sie nach Future Venture. Das kann man sich vorstellen. So, eine Neoninsel. So groß, dass man es noch nie im Leben gesehen hat. Und dann schraubt sich die Boeing 747, schraubt sich dann so durch so einen riesengroßen Neonbogen, wo dann so ein riesengroßen 9 Kilometer großen Buchstaben steht. Welcome in Future Venture. Und wenn du durch diesen Bogen so durchfliegst, ein gigantischer Chor. Oh, Future Venture. Und dann aus dem Nichts heraus, der Flugzeug landet nicht im Future Venture, es wird quasi von Antigravitationsfeldern und Inseln quasi dann getragen. Aber nur in dem Moment, wo du durch diesen Boden durchfliegst. Ne? Kein Ruckeln, nichts Unangenehmes. Nein, in Future Venture wirst du auf die Landefläche, nein, auf die Landebahn getragen. Du schwebst da quasi drauf. Kann ich mir vorstellen, sitzt du in dieser Boje. Future Venture. Man sitzt ja drin. Man sitzt ja drin, ne? Man sitzt ja nicht draußen. Ist ja logisch. Ist ja logisch, ob du im Flugzeug drin sitzt. Was für Blödsinn. Auf jeden Fall. Weißt du, dann sitzt du da so drin. Ist ja alles ein bisschen dumpfer. Kann man sich vorstellen, fliegst du. Und dann hörst du den Chor. Ist doch wieder Quatsch. Dann ist ja alles total technisiert. In dem Moment, wo du den Future Venture fliegst, ja, wo du durchfliegst, dann ist ja alles hochtechnisiert. Ja, dann hörst du diesen Chor von draußen, auch in der Boeing. Und dann, Future Venture, ganz ruhig,
Raumzeit verschmilzt. Und das Raumzeitkontinuum dehnt sich um 500%. Und für einen Bruchteil von einer Sekunde vergisst du alles in deinem Leben. Die Rentner, die sich darüber beschweren, dass 10 Kilo Säcke 10 Cent mehr kosten als letztes Jahr. Oder Rheumakrankheiten oder Pusten unter den Armen. Für einen Bruchteil von einer Sekunde vergisst du alles, denn du bist schwerelos im Future-Venture. Na später, so ist Stewardess in dir vorbei. Wollen Sie einen Kaffee haben? Nein, was wollen wir denn? Und dann ein Ruck. Still. Noch ein Ruck. Noch mehr Stille. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Moment müssen wir es mit Würde. Mit Würde nehmen. Und dann noch ein Ruck. Und langsam senkt sich dieses Flugzeug auf eine phosphorisierende gelbe Landefläche. Wo nochmal drauf steht, Welcome in Future Venture. Das war die Luftkissen, die sich gerade unten orangefarben, blumenförmig drehen und langsam die Boeing 747 landen. Ja! Und dann platzt der Traum und plötzlich bist du wieder in der Realität, so wie jetzt. Ich schau mal hin kurz und dann ist es so. Haben Sie Anträge? Ich weiß nicht, warum die Menschheit darauf gekommen ist, irgendwas herzustellen, was so schmeckt wie eingeschlafene Füße, aber es schmeckt geil. Kannst du mal lecker Rotwein dazu. Da haben wir jetzt aber 20 vor 1. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, mal eben jetzt zum Friseur rüber zu gehen, weil ich sehe ja so aus wie mein eigener Vater. Also, ne? Wenn ich wie eine Schmeißfliege aussehen würde, sollte ich mir eventuell darüber Gedanken machen, wie meine Mutter zugange war. Also ist schon normal, dass ich mein Vater aussehe. Mein Vater sieht ja auch so aus wie ich. Mein Vater ist ja auch, er ist ja einzigartig auf dieser Welt. Ne? Wir waren ja letztes Jahr mit der Familie, waren wir hier beim Haushaltscheck. Ne? Und es ist ja so, das ist ja ein riesengroßer Fake. So, und ich bin ja der Vollpfosten vom Herrn, das heißt also, ich habe ja die Kuh zum Fenster rausgeschmissen und dementsprechend dann halt sind wir dann beim Haushaltscheck bei der Yvonne gelandet. So, und wie gesagt, Getränk getan gemacht. Und die Wahrheit, also es ist jetzt so gewesen, die haben dann zu mir gesagt, Ralf, jetzt geh mal und zieh mal 20 Euro. Ne? So, also ich habe auch, ich ziehe auch, aber früher mal meistens nur 20 Euro gezogen. Das war nicht aufgezogen. Und da bin ich hier nach, auf der Fußgängerzone nach Spielhofen gegangen. Also früher war es Spielhofen, da war ein Feinkostladen. So, da haben die so eine Markise haben, da steht dann halt Feinkostladen drauf. Feinkostladen. In wirklich ist da Anbaum drin, das ist ein Metzger. Da gehe ich immer jedes Mal hin, weil man muss auch mal beim Metzger einkaufen gehen, als immer diese eingepackte Scheiße. So, dann bin ich dann da reingegangen und haben die dann alles gefilmt. Am Ende vom Lied ist es so gewesen, dass halt die Stimme dann gesagt hat, Rolf geht an den Automaten und zieht sich 20 Euro und geht sofort in den Feinkostladen. Das stimmt so nicht. Das wurde auch so verkauft. Und am nächsten Tag direkt so, ne? Mein Vater ruft mich ja nie an. Der ruft mich ja nie an. Ne? Mein Vater ist 72 Jahre alt, ist so einfach ein Jahresstammlaufer. Ja, mit den Synthesizer-Musik und mit der Techno-Musik, da kannst du doch nichts verdienen. Nein. Hör mal, da fährst du mal Taxi. Ja, oder mal, da fährst du mal Taxi oder da fährst du mal mit dem Jahresstapler. Ne? So, hier Überstunden machen, dafür jetzt verdienst du Geld. Nein, Papa, das ist, die Zeiten sind vorbei. Du machst nur noch Überstunden und dann nur unbezahlt. Aber egal. Dann ruft er mich an. Wie war? Ja, hör uns, du Idiot. Wer ist denn da? Hier ist dein Vater. Papa. Ich bin kein Idiot, ich bin reif. Doch, du bist ein totaler Idiot. Hör mal, bist du eigentlich total bescheuert? Ja, warum denn, ne? Boris, ich hab gestern den Bericht gesehen da im Fernsehen, ja? Hör mal, du bist doch bekloppt. Warum bin ich denn bekloppt? Du bist doch bekloppt, bist du. Aber warum bin ich denn bekloppt? Du bist doch total bescheuert. Du warst schon immer bescheuert, du musst doch bescheuert sterben. Aber was ist denn los, ey? Hör mal, da gehst du mit 20 Euro, da nimmst du 20 Euro, nimmst du, da ziehst du dir und dann gehst du direkt in den Feinkostladen. Du hast doch nicht mehr eine Tasten im Schrank. Papa, das ist gefaked. Das ist nicht gefaked. Du bist du immer. Du hast immer nur die Kohle zum Fenster rausgeworfen. Geh nach Aldi. Mein Papa, ich will doch keine Aldi-Wurst haben. Die Kinder sollen aber Qualität haben. Geh nach Aldi. Die Wurst schmeckt genau da so wie beim Metzger. Mit 20 Euro im Feinkostladen. Papa, das haben die so zusammengeschnitten.
Was haben die zusammengeschnitten? Das hat er aber schon gar nicht mehr gehört. Ich kann mir vorstellen, wie das schreit. Ne, der ist total bekloppt. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der vom Fernseher gesessen hat, so, ne? Alles geht immer mit 50 Euro und gedreckten Falkersladen. Der ist ja total bescheuert, ist der. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Stand. Wilma, guck mal da, mein Sohn. Ich hab das schon immer gesagt, der ist ein Vollpfosten. Ja, aber jetzt ist er so ein richtiger Vollpfosten, der. 20 Euro in den Feinkostladen. Weißt du, wie für 20 Euro alles holen kann? Ja, klar, Papa, du kannst die ganze Welt damit ernähren. Logisch, alle mit Aldi-Wurst. Der ist total bekloppt, aber ich liebe meinen Papa. Ich liebe Waldi. Ich liebe auch die Geschichten von Waldi. Die haben hier Frau Rocky genannt. Rocky? Hä? Waldi! Wenn mein Vater, wie mit meinem Vater, ey, das war total geil. Amon. Amon ist so ein kleines Kaff. Ne? Das ist wirklich so ein Kaff, da fährst du durch und da wehen immer so wie in einem Western und so diese komischen kleinen Strauchbällchen. So. Und wenn du da durchgehst, die haben ja nichts, dein Amon. Die haben nichts. Die haben auch keinen Kaisers. Die haben auch keine Rentner, nix. Aber Fußball haben die da. Die haben extra so ein. Das Rösslerstadion. Mit Rösslerstadion. Aus Stahl gebaut. Rösslerstadion. Und mit dem, wenn du über die Straße gegangen bist, ey. Ne? Da waren nur Willi und Jups. Willi und Jups an allen Ecken und Kanten. Ne? Hey Willi! Hey Willi! Willi, alles klar, Willi! Ja klar, Willi! Wie ist der? Gucken, ey, weißt du, so Köln, ja, irgendwie, du bist heute mit der Tour oder weiter. Ja, da ist doch so gar nicht, willst du noch Tour, weil ich hier früher hier in meiner Kneipe, hier bei Schufelsuppe-Eck, was war denn da? Ja, da hast du den Pinner auch damals durch die Tür gehauen, dann hat er den Schrocki genannt, der weißt du, da hast du noch zu Ostern so ein Ei bekommen, so ein Gänse-Ei. Stimmt, da stand da Rocky drauf mit so einem Edding, weißt du, mit dem schwarzen Stift, Alter, ein Neubodus, klar, da kommt er ganz klar drauf. Wir haben 20 vor 1, ich muss mal kurz zum Friseur, ich komme gleich wieder. Tschüss. Tada! Ja, da bin ich. Frisch vom Friseur zurück. Und so sieht man aus, wenn man dann halt sagt, komm, mach mal die Haare so ein bisschen kürzer, damit man mal wieder so ein bisschen was Freiheit um den Kopf herum hat. So, ich ziehe mal kurz meine Schuhe an und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein bisschen die Wäsche. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, da muss man sich nicht mehr so machen wie früher, sondern das kann man jetzt so machen wie in der Neuzeit. Das heißt also mit Kopfhörer. Ja. Und weil es so schön ist, mit Kopfhörer Wäsche zu machen, mache ich jetzt mal mit dem Kopfhörer Wäsche. Mal gucken. Was suchen wir denn für einen Song aus? Moment. Wartet mal. Der ist gut. Schönsten Ohr.
Möbel! So, jetzt sieht er zwar aus wie in die Bude geschissen, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, das war jetzt total geil. Da müssen andere viel, viel Geld für bezahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich reiß mal kurz die Hütte ab und fühle mich so davon befreit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hör mal, wir Alten dürfen auch mal ausrasten, ja? Guck mal, die Kinder von heute, ne? Die machen hier die komplette Bude durcheinander. Ja? Und da verzweifelst du manchmal. Aber jetzt, ne? Verzweifle ich zwar noch mehr, aber haben wir Spaß dabei. Spaß! Wir haben ein Stimmungsfass aufgemacht. Ein Stimmungsfass! Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt trinke ich mir ein lecker Bierchen. Nee, erst nach vier. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn das heißt. Viel Spaß mit Haus beim Leber. Tschüss!